Ich würde zu gerne sehen, wie einer. War mir gerade egal. Schwächliche Wachen. Wobei der eigentlich, der war alleine, den hätten wir uns ja eigentlich schnappen können. Das hört sich nicht gut an. Der Waldläufer! Hinterher! Schlag die nieder! So. Nein, nein, nein. Ja. Geht weg. Ihr schlagt euren Kollegen, das wisst ihr, oder? Ich will einfach nur zum Feuer. Kann sich nur noch um Stunden handeln, aber dann hätten wir wenigstens den dritten. Naja. Wir werden dich in Stücke hacken. So. Drecksäcke. Idioten. Du bist tot. Ja, ja. Was? Kommst du denn her? Ach, wie nervig. Was war das? Ach, gar nichts. Gar nichts. Komm ruhig alleine her. Ich will mich ja nicht beschweren, aber die Menschen aus dem Osten Gondor schmecken besser. So. Vielleicht klappt's ja mit dem. Dass wir den da ins Feuer schmeißen können. Irgendwie lustig. Also nervig und lustig zugleich. Also richtig nervig gerade. Das ist so richtig mies. Da ist das Feuerchen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Dass man... Ja, so viel dazu. So. Geht doch. Es geht doch. Huch, wir können uns ja noch mal komplett heilen. Wenn wir schon hier sind. Wo ist es, das Pflänzchen? Ach, diese Steuerung. Das ist schon ein bisschen nervig. Da ist noch der... links. Dumm genug ist, sich mir zu nähern, packe ich ihn einfach und ramme ihn so fest in den Boden, dass sein Kreuz bricht. Schade. Der kommt nicht raus. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was die Hauptmänner sagen. Aber sie werden schon wissen, was sie tun. Den hätten wir. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. So, einen von denen müssen wir kriegen. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Okay, holen wir uns den. Der läuft nämlich dahin, wo wir hinwollen. Zu unserem Feuer. Nee, der läuft in eine Höhle. Nee, doch nicht. Doch, zum Feuer ist er gelaufen. So. Schade. Oh, Nummer 4. Ach, der ist direkt tot. Okay, super. Bleibt direkt im Feuer liegen.
müssen wir uns noch einen holen. Der ist drin. Nee, da ist er. Sehr gut. Trumbok hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davon. Ich rieche etwas. Diese Schande. Ja, riech weiter, komm. Überleben. Komm raus. Stirb, Wurm! War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Ah, oh, Manu. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Shit. Hast du das gehört? Na, erledigen wir den mal. Na komm. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Dabei wollte ich doch die Klinge ausprobieren. Und natürlich fällt er runter. Shit. Müssen wir den auch noch töten? So. Widerstandskämpfer planen, dich zu befreien. Das hätten wir. Beeilt euch bitte. Wir werden von Tag zu Tag weniger. Aha. Oh, da kommt einer. Beziehungsweise da steht einer. Letzte Woche hat ein riesiger Grauk einen unserer Außenposten angegriffen. Der Kommandant ist ihm auf den Rücken gesprungen und hat ihm die Augen ausgestochen. Das ist ein so. Hier, das mit dem Feuer klappt ja irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen uns auf den langen Weg darüber begeben. Ich habe gehört, der Grabwandler trinkt das Blut der Orks, die er tötet. Aber dann haben wir es wenigstens. Es ist ja echt ein bisschen sehr nervig hier. Kommen wir mit dem hier runter? Nee, gut, dann gehen wir doch die Treppe. Alter, meine Güte. Die Widerstandskämpfer kommen bald. Halte noch etwas nervig durch. Einfach. Schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Boah, dauert noch ein bisschen. Es dauert echt noch ein bisschen. Egal, da müssen wir jetzt durch, weil mit dem Feuer ist das echt am einfachsten. Der Grabwandler hat so viele von uns abgefackelt, dass der Geruch von brennendem Fleisch mich ganz rum. Naja, der Grabwandler. Fähigkeit freischalten können wir auch wieder. Machen wir gleich, nachdem wir den hier erledigt haben. Der sagt auch keinen Mucks, ne? Die Klinge hängt auch halb im Nacken, im Hals. Der Nacken ist ja hinten. Du verlässt das Auftragsgebiet. Du willst mich verarschen, oder? Ja, ja, von wegen. Ich laufe ja schon wieder hin. Da ist er. Oh, mit einem anderen Dings in der Nähe. Das ist natürlich mies. Das ist natürlich richtig mies. Na, hoch mit dir! Hallo? Also, diese Steuerung. Ich hol besser Verstärkung! Nein, holst du nicht! Holst du nicht! Holst du... Shit, das ist ja gar nicht der Richtige. Das Signal! Wir brauchen mehr Uruks!
Scheiße, scheiße, scheiße. Shit. Fuck. Na gut. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen rumtricks. Alter Schwede, was war das denn? Hau ab, hau ab. Du bist also der Brandstifter. Mhm. Ich werde dich so brutal abstechen, dass deine Seele verkohlt. Ich muss echt mal stiften gehen. Boah. Da gibt's was zum Heilen. Irgendwo. Hier. Gib her. Keine Elbengeschosse, na super. Okay, der Häuptling da ist ziemlich hinüber. Och, ist nicht euer Ernst. Doch wir beide haben noch einen Kampf vor uns. Beweg dich nicht, oder ich treff Enter und daneben. Das ist nicht mein Fuß. Die kommen, um dich zu töten. Ich muss weg. Boah, alter Schwede, ich muss weg. Na, geh doch durch. Hallo? Da sind Elbengeschosse. So. Hoch mit dir, komm. Zurück. Der kann gar nicht anders. So wird das wirklich nicht. Shit. Der Waldläufer. Wir werden siegen. Du wirst sterben. Auf diesem Wege enden alle Feinde Saurons. Oh, ist das mies. Ja. Der war fast tot. Oh, wie viel denn noch? Achso. Klasse. Ich glaub's doch gerade einfach nicht. Schön. Sehr schön. Oder so. Na, klasse. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Mhm. Gut. Dann werde ich an dieser Stelle mal... Aha, das scheint mir ein Häuptling zu sein. Nazguga. Mhm. Oder Hauptmann, besser gesagt, ja. Das ist, ja. Ich werde an dieser Stelle aber mal eine Aufnahmepause machen und dann
hoffentlich weniger genervt das nochmal versuchen. Oh, der wird... Wie geil! Ich versuche den gerade selber dann zu töten. Der ist hinüber. Gut. Da drüben ist es mit dem Häuptling. Ja. Vielleicht sollten wir das Vieh einfach da reinlocken. Das hätte doch was, ne? Ja. Sehr gut, wir brauchen Elbengeschosse. So, runter. Da sind Elbengeschosse. So, einmal hoch. So, geht der jetzt dahin? Geht der nicht? So viel zur Aufnahmepause. Nö, interessiert ihn nicht. Ist auch beschäftigt. Hm. Nun ja. Der ist da drinnen, würde ich sagen. Nehmen wir nicht mit, könnten wir wahrscheinlich noch gut gebrauchen. Vermute ich jetzt einfach mal. Hallo? So, hoch mit dir. Wie? Was ist denn hier markiert? Ach, da hinten. Genieß deine Niederlage. Oh, dann gehen wir da hin. Drecksack. Die Häuptlinge hatten vorhin ein geheimes Runter. Treffen. Kann ja Runter? Nicht so geheim sein, wenn du davon weißt. Ich frage mich, was sie wohl planen. Ich weiß es nicht und es ist mir gleich, solange es so bedeutet, dass ich jemanden in meiner Nähe gesehen habe. Ich bin gespannt. Ist das hier? Achso. Okay. Ah ja. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauf... Siege die Leibwächter. Ja, doch wieder da. Alles klar. Na gut. Das kann ja was werden. Noch haben wir ein paar Elbengeschosse. Ja, ich hab's gesehen, da war noch ein Hauptmann. Wenn du die Chance hast, den Waldläufer zu töten, dann ergreifst du. Schieße die Köder herab, ja, habe ich leider schon. So. Ich habe gesehen, wie der Tarhawk einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Axt verlor. Ich hatte sie ihm wiedergebracht, indem ich sie ihm so... Ich habe einen feindlichen... Ich hoffe, das große Vieh ist noch da. Oh. So, komm. Na, lauf doch. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung auch gleich vergessen. Ja, was soll's. Ne, da hinten läuft er. Auch mit dir. Ich überlege mir, den Schmied dazu zu überreden, meinen Kopf mit Eisenstacheln zu überziehen, falls der Waldläufer auf mich raufspringen will.
Ja. Sehr gut. Diesen Wächter musste ich lange trainieren. Stirb! Waldläufer! Ich habe ihn schon einmal getötet. Ein zweites Mal sollte noch einfacher sein. Ja, versuchen wir es mal. Nur noch. Shit. Okay. Immun gegen Fernkampf. Dagegen aber nicht. So. Drecksack. Komm. Sterb! So, komm. Mach dich für deinen Tod bereit. Und? Nein, du dummer Tag. So, komm. Ein guter Tod in Saurons Namen. Ich danke dir, Waldläufer. Naja, für dich habe ich das nicht getan. Sehr gut. Das hätten wir. So, und unser kleiner Feigling ist nicht mehr da, ne? Schade. Mut. Nun gut. Okay, da wäre... Ja. Nee. So, wir reisen da mal wieder hin. Und dann mache ich jetzt wirklich die Aufnahmepause. Das ist vermutlich angenehmer. Wir waren doch eben auch auf einem Turm da in der Nähe, ne? Kurios. Ach da, der Turm bestimmt. Ja, genau. Der war's. Naja, aber hier sind wir da näher, würde ich glatt sagen. Nee, wahrscheinlich sogar ein Stück weit weg. Egal. Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin. Ciao.